Guten Leute und willkommen zurück bei einer Runde Battlefront. Wie gesagt, in den letzten Parts schon, die ich neuerdings produziert habe, ein ja, Lückenfüller für die Zeit, in der ich den meinen FSX neu aufsetze und da Prepared sich ja leider verabschiedet hat, ebenso wie der FSX. Ist ja nicht so, dass ich den FSX freiwillig neu aufgesetzt habe, nachdem er ja eigentlich relativ gut gelaufen ist. Oh, und jetzt werde ich schon wieder durch die Gegend gezogen. Der Typ springt ein bisschen zu viel. Und ich treffe ein bisschen zu wenig. Und Packen ist nicht unbedingt so das Tollste. Für diesen Menschen. Oh, ein Turret. Ja, und ich bin hier gerade auf einem, ja, irgendeinem Public, den ich mir gerade mal rausgesucht habe. Ist jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei, das ist klar, aber im Moment ist scheinbar nichts Besseres online. Und deshalb werde ich mich einfach mal ganz klein bisschen hier vergnügen, begnügen. Wie wäre es denn mal, wenn ich den Typen da raushole und vor allem den da? Du triffst mich hier unten nicht, das weißt du schon, Freundchen. Und der sieht mich erst gar nicht. Und da hinten ist noch ein Turret. Und okay. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Randomness auf dem Server, der ja der einzige einigermaßen gefüllte hier ist. Im Moment. Wir haben es jetzt kurz nach 5, glaube ich. Also eigentlich noch damals Hochzeit gewesen. Ich habe es ja in den letzten Parts schon mal gesagt. Wie war es denn damals? Und wie sehe ich mir denn doch die gute alte Zeit zurückwünsche. In manchen Spielen kann man das wirklich sagen. Und nicht nur, weil mehr los war, sondern auch, weil ja, die Leute ein bisschen angenehmer waren. Ah, shit. Habe ich schon mal gesagt, wie sehr ich NTs eigentlich hasse? Sehr, muss ich sagen. Sehr. Der springt schon wieder. Keine kluge Sache, so viel zu springen. Oh Scheiße, 2 NTs. DSP uses Nade. It's not very effective. Die Leute die wissen, dass ich nie Pokémon gespielt habe, werden mich für diese Aussage jetzt wahrscheinlich verfluchen. Yeah. Mit so vielen NTs ist halt auch jetzt nicht so cool. Muss ich schon sagen. Aber das hier wäre mal so eine Idee. Der springt schon wieder. Was ist denn los mit dem? Also, wie gesagt, kein besonders anspruchsvoller Server. Einfach mal ein bisschen gammeln hier. Und da ich die Parts von gestern noch nicht hochgeladen habe, habe ich jetzt auch gerade noch keinen Gast dabei, der sich ja, die ich ja, von denen ich ja gesagt habe, dass ich ja vielleicht mal jemanden wieder, einladen könnte. Erstmal nachladen, der gibt's sowieso. T ist sowieso nicht so strong. Strong. Aber das Geschütz auf jeden Fall. Aber ein bisschen was ist ja hier los und ich glaube, die Runde ist ja gleich schon vorbei. Wo wir irgendwie. Ach, Distance Lag, ich probiere es erst gar nicht. Doch hinbekommen haben, irgendwie die alle nach hinten zu drängen. Eine da, okay. Na dann. Komm mal ran. Ja, das passiert mir immer. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich die Map eigentlich dafür hasse? Beziehungsweise es gibt so viele Maps, wo man irgendwie in den Tod fallen kann. Und ich denke mir dann immer, warum konstruiert man so einen Scheiß? Vor allem auf Todesstern. Wer baut denn bitte Löcher in seine eigene Anlage, die eigentlich als unzerstörbar gilt, was weiß ich, bla blub. Ist schon ein wenig länger her, dass ich mich mit der genauen Architektur des Todessterns zum letzten Mal befasst habe. Aber trotzdem, wer baut denn scheiß Löcher in seine scheiß Raumstation? Ist doch Kacke. Aber egal.
Das soll nicht mein Bier sein, sondern jo, hier ein bisschen casual die Leute zu holen, ein bisschen zu pumpen, Distance Lag und so ein Shit zu überleben. So, und der holt nicht, ne? Hey, warum tauche ich eigentlich gar nicht in der Liste? Doch, ganz oben. Okay, ich wollte gerade sagen. Gar nicht geschaut. Und zu meinen Statements gestern gibt es gar nicht mal so viel hinzuzufügen. Außer die Tatsache, dass ich direkt nachdem ich aufgenommen habe, oder beziehungsweise ihr habt es vielleicht sogar in dem Part selber schon gesehen, indem ich darüber geredet habe, dass ich eigentlich nicht mehr unbedingt editen will, weil wegen Freecamps hatte ich ja kurz gesagt, dass ich ja eigentlich vor allem, weil ich keinen Bock auf Freecamps habe und auch keine Leute dafür habe, nicht mehr unbedingt in Battlefront editen möchte, wurde ich von jemandem angeschrieben, der mich gefragt hat, ob ich bei einem Triple Clip dabei wäre. Ja, jetzt bin ich bei einem Triple Clip dabei, habe aber ausdrücklich gesagt, dass ich wahrscheinlich keine Freecamps machen möchte. Oder werde, möchte, ist ja schon mal klar, aber keine Freecamps machen werde. Und das auch ganz ohne schlechtes Gewissen, weil es einfach mir zu doof ist. So, da hinten findet sich doch immer irgendeiner auf dieser komischen, genau. Dieser komischen Plattform, der so lange stillsteht, dass ich ihn holen kann. Aber jetzt hat sich's, glaube ich, auch mit der Runde. Da die Gegner sowieso nur noch 73 Tickets haben und nicht genug fähige Leute, den CP nochmal einzunehmen, jo, wird das wahrscheinlich auch das Ende dieser Runde sein. Aber ich glaube nicht, dass das das Ende dieses Parts sein wird. Und die Tatsache, dass man sich gegenseitig killen kann, das macht so wenig Sinn. Ja, es macht so wenig Sinn, aber... Ja, der Part ist zur Hälfte rum. Ein bisschen Pappdaddeln, ein bisschen Lücken auffüllen. Und ja, ich will gar nicht groß die Zeit verquatschen. Bis gleich auf der nächsten Map. Ja, Camino. Lang, lang ist es her, dass ich diese Map mal wieder oder mal länger gespielt habe. Wir haben jetzt hier 19 Minuten Camino und ich bin kein Freund von Imp auf Camino. Aber das kann sich ja vielleicht ändern. Wird natürlich zum Großteil von meiner Performance und den Gegnern abhängen. Gut, den treffe ich nicht. Schwenke ich auf den um. Und den. Und dann passt das auch schon wieder. Ganz weit draußen ist schon wieder die Devise der Gegner. Und es kommt mir irgendwie ein bisschen überholt vor, dass ich das Spielgeschehen so sehr kommentiere, weil ich glaube, alle Leute, die mir hier zuschauen, ups, könntest du mal aus dem Weg gehen oder den Typen holen? Meine Güte. Es kommt mir ein bisschen überholt vor, weil die Leute, die hier zuschauen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der killt uns doch alle damit. Oh Mann. Weil alle Leute, die hier zuschauen, oder zumindest die meisten, es wird wahrscheinlich ein paar von euch geben, die schauen sich das hier an und denken so, was will der da mit diesem Spiel, was will der mir eigentlich sagen? Und das hab ich noch nie bei dir gesehen, bla bla, wird sicher geben, aber die meisten, die hier zuschauen, wenn überhaupt irgendwelche Leute hier noch sich einigermaßen dafür interessieren, dass ich den Kram hier aufnehme, die wissen ja, wie es läuft. Und ich habe mit der Nate einen geholt. Das ist toll. So. Ich probiere jetzt einfach mal künstlich, taktisch, klug zu spielen. Obwohl, ja, Battlefront ja eigentlich wirklich so ein Gammel-Game ist, dass ich da schon lange nicht mehr den Anspruch habe, auch nur im geringsten Series zu spielen auf dem Public. Ich meine, es ist ein Public. Das hat keinen Anspruch. Und ich habe keinen Anspruch an diesen Public. Bis auf die Tatsache, dass der scheiß Distance Lag einfach too damn high ist. Dann muss ich mich wohl mal ein bisschen näher ranbegeben. Und eins. Und da hat er mich. Ich verstehe es einfach nicht. Was ist beim Programmieren denn so schief gelaufen, dass Battlefront meines Wissens nach das einzige Game ist mit Distance Lag? Aber darüber kann man sich ja sowieso so lange auslassen, bis keiner mehr zuhören will.
Und bevor ich jetzt wieder darauf eingehe, hallo, CPs, meine Freunde, bevor ich darauf eingehe, ja, kommentiere ich lieber das obvious Spielgeschehen weiter, was zwar wirklich keinen Sinn macht, aber ja. Vielleicht warte ich einfach mal ein bisschen zur nächsten Aufnahme. Noch ein klein wenig, denn unter Umständen kriege ich ja dann noch ein paar Leute, die. Warum kriege ich die nicht? Die mitspielen. Wäre ja sicher nochmal witzig, der alten Zeiten wegen nochmal irgendwie Gäste einzuladen und dann. Aber dann müsste ich mich ja wieder so übermäßig motiviert geben. Heißt ja nicht, dass ich nicht motiviert bin, aber. Ja, am Anfang meiner Zeit irgendwie in dem Let's Player-Business habe ich ja schon eine Art des Kommentierens an den Tag gelegt, die mit Ruhe nicht viel zu tun hatte. Vielleicht, um es so zu beschreiben. Und diese Ruhe habe ich jetzt langsam schon ein bisschen mehr. Ich glaube, das ist auch beim Zuhören ganz gut. Ja, No Scope auf die Distanz macht halt nicht so viel Sinn. Hi. Was fächert der denn über die ganze Map? Was willst du denn? Was ist denn los mit dir? Um es mal mit den Worten eines nicht unbedingt verständlichen, aber ja, doch sehr weit verbreiteten Trends zu beschreiben. Was ist denn los mit dir? Naja, gut. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt aufgrund dieser Sache auf die deutsche Musikkultur einzugehen. Das würde mir wahrscheinlich nur Hater bringen. Oh, scheiße. Das war positionstechnisch und klug. Hallo? Na gut, egal. Mach ich's einfach mal so. Batz. Ah, shit. Ein NT? Der Wuck. Oh mein Gott. NTs sind so böse. Maximal böse. Und da hinten denkt jemand, er könnte. Jetzt hätte ich ihn aber jetzt auch. Und jetzt hätte ich. Scheiße. Ich hätte so viele Chancen gehabt, den Typen gerade zu holen, aber. Pff, ach. Warum auch? Dafür müsste man ja treffen. Und das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich habe mich gerade gefragt, ob der Countdown noch läuft, denn so als Solo-Kommentator bei einem Spiel, wo man nicht unbedingt so viel kommentieren kann, dass ich das jetzt schon über 200 Parts lang mache, ist schon ziemlich ouch. Was bist du denn für ein Kack-Spast? Ach, Teamkill. Ja, das ist nicht mehr so ganz leicht, wenn man nicht irgendwie über abwegige Dinge reden will, wie Tagespolitik oder Nachrichten. Was man ja unter Umständen in einem Spiel wie im FSX noch machen kann. Das habe ich ja auch schon gemacht und das fanden viele Leute sogar relativ witzig. Aber in Battlefront, ja, über Dinge reden, die jetzt nicht irgendwie gerade Community-spezifisch sind, macht nicht viel Sinn. Und deshalb ist es. Na Gott, okay. Ja, Distance lag, Distance lag. Deshalb ist es unter Umständen ohne Gäste nicht mal ganz so spaßig. Oh, ich probiere es erst gar nicht mehr. Ich könnte ja jetzt die durchschnittliche Battlefront-Community repräsentieren, indem ich mich jetzt zu diesem Kommandoposten mit Movement hinbegebe und dann mein Crosshair anmache und dann alle hole. Was für andere sinnlose Sachen ich nur machen könnte, will ich gar nicht sagen. Und da die Map sowieso nicht mehr so viele Tickets für die Gegner hat, glaube ich, mache ich den Part jetzt einfach mal noch weiter, bis die Map vorbei ist. Und werde mir dann ein Päuschen gönnen. Auch wenn das der erste Part für heute ist, aber es ist mir einfach wichtiger, vielleicht mal jemanden dabei zu haben, der auch ein bisschen über den
über dieses komische Spiel reden kann und mir dabei helfen kann, nicht ganz irgendwie darin zu versinken, nur über Distance Lag und eine komische Community zu reden. Oder vielleicht mich darin bestätigen kann oder mich eben darin nicht bestätigt und wir eine ganz tolle Diskussion haben. Ah, weg da. Ich guck mal gerade und jetzt habe ich natürlich wieder einen. Ach ja. Eine Viertelminute warten. Es ist einfach so das, was man sich jedes Mal wünscht. Aber ja. Ist dann halt so. 35 Tickets wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange dauern. 33. Da hinten am CP kann man sie ja halt schon gut wegholen. Aber, ja, viel Sinn macht es irgendwie auch nicht. Eine gute Taktik für die von den Gegnern wäre es ja, weiter irgendwie Botaner hier hochzuschicken, aber na, dafür sind die, glaube ich, nicht helle genug. Und eine gute Taktik für mich wäre es, glaube ich, auch mal mit dem Darky da hochzufliegen. Hat der Typ ein Problem? Ja, shit, 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 shit. So, und der Wookie hat doch seine Halbwertszeit jetzt bald hoffentlich mal erreicht. Nimm, Junge, nimm. Ja, und somit ist der Part vorbei, die Runde vorbei. Meine Stats sind jetzt nicht so die ganz besten, aber wie gesagt, ich muss es ja weiterhin noch ein bisschen betonen, es ist ein Lückenfüller und bis mein Flugsimulator wieder läuft und andere Projekte anlaufen können, ja, mal ein bisschen Oldschool-Action. Also ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.